Pablo steht wieder da. Sie sehen besorgt aus. Sind Sie in Ordnung? Nun seht euch das hier an. Irgendein Verrückter hat das Schiff umbenannt und ich kann nichts dagegen machen. Titanic. Wer hat schon je so einen Namen gehört? Wir. Mein Jutta, 1912 gesunken, weil es gegen einen Eisberg gefahren ist. Boah, das gibt es nicht. Ist sonst noch jemand hier an Deck? Nee, leere Rumflaschen. Nee, das gibt es nicht. Was können wir denn jetzt machen? Ist vielleicht irgendwie einer unten? Nee. Auch nicht. Also, liebe Leute, wir sind jetzt echt alles durchgegangen. Alles. Wirklich alles. Wir waren überall. Wir waren am Strand. Wir waren jetzt hier auf dem Schiff. Wir waren auf dem Marktplatz. Wir waren im Rathaus. Wir waren im Inn. Wir waren im Bajari-Dorf. Wir waren im Voodoo-Dorf. Wir waren noch nicht überall. Doch. Wir sind doch bei Juan wieder rausgekommen. Ich bin echt kurz davor, jetzt mal im Internet wirklich mal nachzusehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin gerade hier total überfordert. Das habe ich ja noch gar nicht gehabt, sowas. Na nix. Wir können ja nichts mehr machen. So, liebe Leute, ich habe gerade mal nachgeguckt. Tut mir leid, dass das so abrupt war, dass ich nicht... ich habe das ja so ein bisschen angekündigt, dass ich jetzt ja mal im Internet nachgucken werde, weil wir kamen ja überhaupt nicht weiter. Und ich weiß auch, warum. Wir können auch nicht weiterkommen. Denn wir waren ja überall, ne? Wir waren ja am Marktplatz, Strand, Pier, Winsomate, überall. So, und wir hatten ja eben Dulce getroffen, die verärgert war. Wir konnten aber nicht rausfinden, warum. So. Also wir konnten schon herausfinden, wenn wir das irgendwie gesehen hätten. Und zwar stehen die hier alle vor diesem Plakat. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. Lassen Sie mich mal sehen. Wozu denn all die Aufregung? Oh mein Gott! Das ist die Ankündigung einer Heirat zwischen Morgan und One Eye. Deswegen. Und die Hochzeit soll schon heute Nachmittag stattfinden. Ob Juan das wohl weiß? Ich sollte mich besser um ihn kümmern. Deswegen kann man nicht weiter. So, das ist das, was ich mir durchgelesen habe. Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Komm, rennen. Ja, deswegen kamen wir nicht weiter, weil wir nicht auf so ein Plakat geschaut hatten. Deswegen konnten wir mit den Leuten reden, wie wir wollten. Das hat halt nichts zu nichts geführt. Na. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie One Eye heiratet. Das ist doch... Nee. Juan, weißt du Bescheid über... Über die Hochzeit? Ja. Ja, ich weiß. Kannst du denn nichts dagegen tun? Was denn, Sunny? Was um Himmels Willen soll ich denn dagegen tun? Lass mich einfach mit meiner Arbeit hier weitermachen, ja? Juan, ich weiß Bescheid über deine Eltern und wie du aufgewachsen bist. Javier hat gesagt... Er hatte kein Recht, dir davon zu erzählen. Die Inselbewohner glauben, du hättest sie verraten. Eine Partnerschaft mit One Eye würde alles nur noch schlimmer machen. Hinaus! Oh. Okay, wir sollen hinaus. Und das mit einem sehr forschen Ton. Dann wollen wir auch gehen, ne?
Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir ja mit Morgan darüber reden. Vielleicht kommen wir auch deswegen nicht mit ihr reden. Aber warum sollte Captain Morgan den One-Eye heiraten? Das ergibt gar keinen Sinn. Reden wir mal mit ihr. Was die Scheiße soll. So, Morgan. Was soll das? Huh? Oh, ich klebe überall. Morgan! Sunny? Was machst du denn hier? Ja, wie? Diese beiden Sachen. Ich hab gedacht, wir können jetzt mal mit ihr reden hier. Morgans Bett. Nach allem, was ich hinter mir habe, sieht es echt. Hä? Wieso können wir nicht mit Morgan reden? Morgans Bett. Hey. Nach allem. Morgan. Sunny? Was machst du denn hier? Tja, mehr kriegen wir nicht raus, außer Sunny. Was machst du denn hier? Das ist natürlich sehr gut. Und da kann das vielleicht sein, weil wir nicht mit Juan über alles gesprochen haben. Dass das deswegen noch nicht weitergeht. Wir gehen noch mal ins Rathaus. Und schauen mal, was da los ist. Ja, da muss ja irgendwie weitergehen. So, komm, rennen. Dann mal mit Juan reden. Vielleicht hätten wir wirklich wie immer chronologisch vorgehen sollen, von oben nach unten. So, gehen wir nochmal ins Büro und versuchen da mal mit dem zu quatschen. Juan, weißt du Bescheid über... Über die Hochzeit? Ja. Ja, ich weiß. Kannst du denn nichts dagegen tun? Was denn, Sunny? Was um Himmels Willen soll ich denn dagegen tun? Lass mich einfach mit meiner Arbeit hier weitermachen, ja? So, das Resort. Wegen des Resorts. Bitte verfolge deine Pläne dafür nicht weiter. Was bleibt mir denn sonst noch? Abgesehen davon habe ich gar keine andere Wahl. One-Eye hat darauf bestanden, mein Geschäftspartner zu werden. Aber du wirst nie irgendwelche Touristen hierher bekommen. Die Außenwelt weiß doch gar nichts von dieser Insel. One-Eye hat mir versichert, dass er sich darum kümmern würde. Dann plant er bestimmt, den Fluch nach der Hochzeit aufzuheben. So sieht es wohl aus. Wenn du nichts dagegen unternimmst, dann vielleicht ja Morgan. Geh ruhig zu ihr, wenn du willst. Aber überbring ihr ja keine Grüße von mir. Okay. Juan, ich weiß Bescheid über deine Eltern und wie du aufgewachsen bist. Javier hat gesagt... Er hatte kein Recht, dir davon zu erzählen. Die Inselbewohner glauben, du hättest sie verraten. Eine Partnerschaft mit One-Eye würde alles nur noch schlimmer machen. Hinaus! Vielleicht war das jetzt das Ausschlaggebende, dass wir erwähnt haben, dass wir mit ihr reden werden, mit der Captain Morgan. Vielleicht haben wir Glück und kriegen jetzt mehr raus, außer Sunny, was machst du denn hier? Wäre schön, weil wir müssen auch noch One-Eye sein Auge hier wiedergeben. Und diesen Spruch dann sagen.
So, und jetzt versuchen wir es nochmal, mit Mokan zu reden. Ich hoffe, dieses Mal haben wir mehr Erfolg. So. So, Morgan, jetzt rede bitte mit uns, bitte. Morgan! Sunny? Was machst du denn hier? Ah. Warum hast du nach all dieser Zeit jetzt doch zugestimmt, One Eyes Frau zu werden? Er hat gedroht, Juan zu töten, wenn ich es nicht tue. Seit Hunderten von Jahren habe ich ihn geschützt und jetzt plötzlich hat One Eye herausgefunden, dass... Du liebst Juan! Ja, das tue ich. Aber ich habe es nie gewagt, meine Liebe zu gestehen, damit er nicht getötet wird. All die Zeit über habe ich sein Porträt in einer Schublade versteckt. Wirklich? Zusammen mit einem Drohbrief von One Eye, der mich daran erinnert, was nicht sein darf. Es tut mir leid wegen dem Brief, Morgan. Warum sollte dir das leid tun? Ich habe One Eye von dem Porträt und dem Brief erzählt. Du warst an meinem Schreibtisch? Ich habe... Du hast Juans Leben in Gefahr gebracht, du kleines Miststück! Bitte, wenn es irgendetwas gibt, das ich... Du hast schon genug getan! Raus hier! Und wenn ich dich bei der Hochzeit zu Gesicht kriege, bringe ich dich um! Okay. Ich habe alles kaputt gemacht! Die einzige Möglichkeit, um das wieder gut zu machen, ist One Eye die Kontrolle über den Fluch zu nehmen, bevor die Hochzeit stattfindet. So sieht es aus. Das heißt, wir müssen One Eye mit aller Kraft suchen und finden, damit wir dem seine Pläne durchkreuzen. Sansha, was machst du denn hier? Hallo Sansha, was machen Sie denn? Hallo Sunny. Ich grüble nach einer Möglichkeit, wie man die Hochzeit zwischen Morgan und One Eye verhindern kann. Da habe ich schon eine Idee. Ich hoffe nur, die kostet uns nicht alle das Leben. Haben Sie Atabey geholfen? Ich bin zusammen mit 50 Leuten hinunter zu den alten Ruinen gegangen. Dort haben wir dem Inselgeist Geschenke dargebracht. Das hat sicher geholfen. Die Insel scheint heute schon viel lebendiger zu sein. Glaubt ihr denn, das reicht? Im Augenblick schon, aber wir müssen Atabey dauerhaft helfen. Und mit etwas Glück kann ich gleichzeitig auch One Eye stoppen. Ich helfe euch so gut ich kann. Hä? Was haben Sie denn da auf dem Tablett? Das ist Morgans Geschenk für One Eye. Er besteht darauf, dass sie vor der Zeremonie Geschenke austauschen. Und? Was schenkt Morgan ihm? Ein Glasauge. Ha! Dann gehen wir doch mal hier unter. Das ist das Auge, das One Eye vor vielen Jahren verloren hat. Wie kommt es, dass es noch so gut erhalten ist? Das liegt wohl am Fluch. Ich habe es von Atabey bekommen. Damit er die Kontrolle über den Fluch verliert, muss One Eye sein Auge wieder annehmen. Ich verstehe. Ihr wollt dieses Auge gegen das Glasauge tauschen. Ja. Yep. Genau. Mit Ihrer Hilfe setzen wir diesen Plan in die Tat um. Ich habe noch ein anderes Problem. Damit der Zauber wirkt, muss ich bei der Hochzeit dabei sein. Aber Morgan hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich dort erscheine. Dann braucht ihr eine Verkleidung. Als was soll ich mich denn verkleiden? Als Altar vielleicht? Nicht als was, sondern als wer. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der nicht zur Hochzeit gehen kann und dessen Stelle ihr einnehmen könnt. Okay, jetzt müssen wir jemanden finden. Der nicht zur Hochzeit geht. Und ich habe auch, glaube ich, schon jemanden... Nämlich Juan. Mit dem werden wir jetzt nochmal quatschen.